Minasan, Irasheimase, Radio Telebi des. Konnichiwa. Sondermeldung zum Thema Fukushima. Manager des Fukushima-Atomkraftwerks hinterlässt Sprachaufnahme. Masao Yoshida arbeitete während der Zeit des Unglücks 2011 als Manager in den Atomkraftwerken. Letztes Jahr verstarb er an Speiseröhrenkrebs, hinterließ kurz vor seinem Tod jedoch noch eine Sprachaufnahme, in der er über die Geschehnisse vor 3 Jahren sprach. Yoshida behauptete, dass die Sicherheitsinspektoren den Ort des Geschehens als erstes verließen und so nicht Bericht erstatteten, weshalb sich die japanische Regierung ganz auf die TEPCO-Mitarbeiter und deren widersprüchliche Informationen verlassen musste. Infolge dieser Aussage wurden die Vorschriften für den Umgang mit nuklearen Katastrophen überarbeitet und noch einmal festgelegt, dass die Sicherheitsinspektoren in einem solchen Falle in den Atomkraftwerken verbleiben müssen, um mit der Regierung kommunizieren zu können. Lazio Telebi desta. Minasan, sayonara.